Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Macht Sinn? Ich denke schon. Wir haben bis jetzt Markus 6, 1 bis Vers 13 gelesen und dann, das ist so eine Story zwischendurch, so ein Szenenwechsel, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, was Jesus macht und lesen weiter ab Vers 30. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigen Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegende Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Er fragte, wie viele Brote habt ihr? Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 und 100 zusammen. Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von dem Brot und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch 12 Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen 5 Broten satt geworden. Yes, crazy, crazy story. Kleine Zusammenfassung von dem, was hier passiert ist. Wieder mal, die Jünger kommen zurück von dem, was sie erlebt haben. Sie haben geheilt und sie haben Jesus sicherlich mega aufgeregt, alles erzählt, wir haben Wunder erlebt, wir haben dies getan, wir haben das getan, wir waren in dieser Stadt, wir haben dieser Stadt. Diese Stadt wollte es nicht annehmen, darum haben wir den Staub von unseren Füßen geschüttelt und die haben es aber angenommen und da wurden so und so viele Leute geheilt und so. Alles das erzählen sie Jesus sicherlich sehr begeistert, aber sie wollen an einem ruhigen Ort, denn immer wo sie hingehen, werden sie von sehr, sehr vielen Leuten verfolgt. Also steigen sie in ein Boot, fahren irgendwo hin, aber anscheinend ist es nur so ein kleiner See. Weil während sie mit dem Boot fahren, laufen die Leute aus den Dörfern einfach drumherum und warten auf der anderen Seite. Und als sie dann ankommen mit dem Boot, sind da so viele Menschen. Und warten einfach nur auf das, was Jesus als nächstes tut. Und dann lehrte Jesus die ganzen Menschen dann doch, weil er einfach ein Herz für sie hatte. Als es dann spät wurde, sagten die Jünger, hey komm, wir müssen sie wegschicken. So, die brauchen was zu essen, die brauchen irgendwo, müssen sie schlafen und so weiter und so fort. Und Jesus einfach nur, nö, wir geben ihnen das, was wir haben. Und die Jünger so, hey, wir haben hier 5 Brote, 2 Fische, da sind ca. 5000 Menschen, what? Und dann geht's einfach nur weiter. Und dann sagt Jesus, hey, ja, gib mir das Essen, ich bete dafür und dann sehen wir schon mal, was passiert. Und er betet und bricht das Brot und gibt jedem etwas zu essen. Und alle essen so viel, bis sie satt werden. Und dann sammeln sie wieder ein und am Ende haben sie 12 Körbe voll Essen übrig. Mehr, als sie vorher hatten. Was ist das für ein krasses Wunder? Das ist einfach unglaublich, was da passiert ist. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich auch so bekannt. So, jeder kennt die Speise der 5000. Abgesehen von, dass es nicht nur 5000 waren, sondern meistens sind es
Meistens wurden ja einfach nur Männer gezählt, also 5000 Männer, aber da waren ja noch Kinder und Frauen dabei. Wo ich aber drauf eingehen möchte, unbedingt, ist ein Bild, was wir in der Bibel sehr viel sehen und was mir auch sehr oft auf dem Herzen ist, wenn ich zum Beispiel meine YouTube-Videos mache oder TikTok-Videos mache, ist das Bild von den verlorenen Schafen. Oder Schafe ohne Hirten, wie es hier in 34 sagt. Und es ist einfach so ein Bild, was ich zum Beispiel auch auf TikTok habe, ist, dass ich so viele junge Christen da sehe, junge Christen dort sehe, die vielleicht christlich aufgewachsen sind, aber überhaupt nichts mit Jesus zu tun haben. Und ich sehe einfach nur, hey, die haben vielleicht das Herz da, sie wollen an Gott glauben oder sie wollen Jesus nachfolgen, aber sie verstehen gar nichts. Sie verstehen nicht, was es überhaupt bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und genau deshalb mache ich viel diese Videos, einfach nur zu erklären, so was ist es denn wirklich, Jesus nachzufolgen? Weil ich bin christlich aufgewachsen. Ich hätte dir jedes Gleichnis und ich hätte dir jede Story irgendwie erklären können. Aber ich habe nicht verstanden, wie es geht, Jesus wirklich zu lieben, nachzufolgen, was es wirklich heißt, Christ zu sein. Und hier sieht Jesus auch, Jesus hat einfach ein Herz für diese Menschen. Sie sind hungrig nicht nach Brot dieser Welt, sondern nach seinem Wort. Später werden wir auch noch lesen nach dem Wasser, nachdem man keinen Durst mehr hat. Und das ist einfach, sie haben Hunger, sonst würden sie ja nicht hinterherlaufen. Also ja, klar, manche sind da nur, weil es eine Show ist und Spektakel, aber es sind so viele verlorene Schafe, die einfach die Anweisung brauchen. Und Jesus sieht das und nimmt sich die Zeit zu lehren, und ihnen Fragen zu beantworten und ihnen einfach auf den Weg zu geben, so was das Wichtige hier auf dieser Erde ist und wo wir alle hingehören. Und das finde ich einfach sehr stark und schön, diese Aussage, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Aber lesen wir jetzt noch weiter den letzten Teil ab Vers 45. Gleich danach befahl Jesus seine Jünger, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See und Jesus war alleine an Land. Er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpfte. Gegen 3 Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an: Erschreckt nicht, sagt er, ich bin es, habt keine Angst. Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutet. Denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Als sie auf der anderen Seite des See Genezareth ankamen, machten sie das Boot fest und stiegen aus. Sofort erkannten die Menschen Jesus. Sie liefen und holten die Kranken aus der ganzen Gegend und trugen sie auf Matten zu ihm. Überall, wo er hinkam, in Dörfer, Städten und draußen auf den Gehöften, brachten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, sie nur den Saum seines Gewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Kurz zusammenfassend, was hier passiert ist. Jesus geht nach dieser ganzen Brotgeschichte und der Speise der 5000, zieht er sich zurück, um alleine zu beten. Und die Jünger, die steigen wieder ins Boot, sind mitten aufs Wasser. Und dann sieht Jesus, hey, die haben wieder mit dem Wind zu kämpfen. Ich gehe da mal hin und überlegt sich einfach mal, hey, statt da jetzt einfach hinzuschwimmen, laufe ich einfach mal übers Wasser. Und die Jünger sehen ihn dann da auch über dem Wasser laufen und erschrecken erstmal so. Erstmal denken sie, hey, ist das ein Gespenst oder was ist das? Und sie haben Angst. Aber Jesus sagt, hey, habt keine Angst, so
ich mache das schon die ganze Zeit Wunder, so, was ist da jetzt woanders? Nee, das sagt er nicht. Er sagt einfach nur, habt keine Angst. Und dann stieg er mit ins Boot, der Wind legte sich wieder und sie fuhren ans Ufer. Aber die Jünger sind immer noch in einem Stadium, wo sie nicht ganz offen sind. Sie glauben noch nicht 100%. Und ich glaube auch, es ist noch nicht möglich, denn sie haben den Heiligen Geist nicht. Denn wir können von uns selber eh nicht alles verstehen. Und wir können es eh nicht, und wir wissen auch, und das geht noch ein bisschen tiefer und später, der Glaube wird eh von Gott gegeben. Das heißt, mit dem Heiligen Geist werden wir diese ganzen Gaben haben und so. Aber hier sehen wir, die Jünger haben einfach noch nicht den Glauben, um das alles anzunehmen. Und deshalb redet es hier auch von verhärteten Herzen. Und das Kapitel endet dann damit, dass Jesus wieder durch die Dörfer und die Städte geht und alle Menschen zu ihm kommen wollen, um geheilt zu werden. Und da auch. Sie mussten nur sein Gewand anfassen und sie wurden geheilt. Natürlich nur die, wie wir im anderen Kapitel gelesen haben, die auch glauben. So wie die Frau, die Blutungen hatte, nach 12 Jahren nur Jesus Gewand anfassen musste und geheilt werde, aber weil sie geglaubt hat. Und Jesus sagt dann auch wieder, dein Glaube hat dich gerettet oder dein Glaube hat dich geheilt. Und genau so ist es hier. Die Menschen glaubten einfach so fest daran, dass nur wenn ich Jesus Gewand anfassen werde, werde ich geheilt. Und es ist auch Glaube, den wir haben sollten. Und ich hoffe, dass wir uns täglich bewusst machen, was Jesus für Wunder tut, jeden Tag, auch noch heute. Und falls Jesus Wunder in eurem Leben getan hat, teilt sie doch mit mir unten in die Kommentare. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit Markus 7. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Was geht? Hier habe ich wieder die Playlists von allen Markus-Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und hier habe ich ein Video über dem Jesus der Welt und Jesus der Bibel.